Marinelli, wo ist der Prinz? Wie? Der Prinz weiß nicht, dass ich komme. Ich hatte ihm doch geschrieben. Er hat den Brief nicht gelesen. Ach. Aus Verachtung? Natürlich nicht aus Verachtung. Mich verachtet man nicht. Freilich. Er liebt mich nicht mehr. Das ist klar auszumachen. Und anstelle der Liebe ist ein anderes Gefühl in seine Seele gegangen. Das lasse ich nie wegdiskutieren. Aber warum denn gleich Verachtung? Könnte es nicht einfach Gleichgültigkeit sein? Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit, Marinelli, ist nichts, wo vorher etwas war. Gleichgültig ist die Seele nur gegenüber einem Ding, das für sie kein Ding ist. Und gleichgültig ist die Seele nur gegenüber einem Ding, das für sie nichts ist. Ist dir das zu hoch? Ja, ich bin eine Philosophin. Aber habe ich es mir etwa anmerken lassen? Pfui Teufel, wenn ich es mir habe anmerken lassen. Ein Weib, das denkt. Ein Weib, das denkt, ist so widerlich wie ein Mann, der sich schminkt. Kein Wunder, dass der Prinz mich nicht mehr mag. Denkendes Weib. Lachen sollen wir. Immerzu nur lachen. Und fröhlich sein. Worüber könnte ich denn gerade mal lachen? Ach ja, darüber, dass ich hier jetzt in Dosalo bin. Weil ich dem Prinzen geschrieben hatte, er möge sich hier mit mir treffen. Und was ist? Der Prinz hat meinen Brief gar nicht gelesen, ist aber trotzdem in Dosalo. Weil das wohl zusammenhängt. Marinelli, stell dich nicht so blöd an. Natürlich hast du das angefädelt. Ist lustig, ne? Es ist unglaublich lustig. Und lach doch, Marinelli. Na los, lach.